Was geht ab, Leute? Ich wollte ein bestimmtes Video über P. Diddy gucken, weil es aktuell in den amerikanischen Medien einfach am Explodieren ist und es unzählige Videos gibt. Jetzt auch eine Netflix-Doku gibt, die nicht wirklich mehr aussagt als die YouTube-Videos und TikTok-Videos, ehrlich gesagt. Aber der Sufjan ist mir zuvor gekommen. Und zwar wollte ich auch mit dasselbe Video lustigerweise mit AI übersetzen lassen auf Deutsch, damit ihr ein besseres Feeling habt. Aber diese Übersetzung ist behindert. Guck mal, was es gemacht hat. Schwierigkeiten. Bilder von seinen berüchtigten Partys sind aufgetaucht. Die Bilder zeigen düstere Szenen der Ausschweifung und Merkt ihr, was eine wirklich beschränkte Qualität das hat? Und deswegen habe ich halt Uptones gehabt. Das habe ich schon gestern gehabt. Beziehungsweise mir machen lassen, was auch Geld gekostet hat. Und ich bin sehr, sehr enttäuscht über das Ergebnis. Und dann schaue ich bei Sufjan, hat einfach dasselbe Video in guter Qualität. Ist ja klar, was wir dann machen, ne? Wir machen es uns sehr einfach. Let's go. Dankeschön, Sufjan, an dieser Stelle. Let's go. Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sufjan und ich bin zertifizierter P. Diddy-Jäger. Und die Jagd auf P. Diddy geht weiter. Die Diddlemaus, auch wenn sie sich hier und da mal versteckt. Wir wissen, die Fallen aufzustellen und P. Diddy, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich fangen werden. Und heute habe ich ein ganz spezielles Geschenk für dich, du kleine Ratte. Und zwar, ich habe mir... Ne? Ich weiß, viele glauben, ich lese die Kommentare nicht. Ich weiß nicht warum. Ich lese mir aber die Kommentare durch. Ne? Und ich habe sie mir auch sehr aufmerksam durchgelesen. Habe mir sehr viel Zeit gelassen. Und was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Ihr feiert das, dass wir P. Diddy am Jagen sind. Aber ihr wollt eine heftigere Jagd. Ihr seid kleine Adrenalin. Euch reicht dieses Hinterherfahren nicht. Ihr wollt Explosionen. Ihr wollt Adrenalin. So, in Form von schnelleren Videos, schnellere Berichterstattung. Ich habe euch gesagt, der Spice ist in den amerikanischen Videos. So. Und es ist natürlich schwer für die, ne, für die deutsche Zuschauerschaft auf englische Videos zu reagieren. Auch mit Untertitel, es knallt halt einfach nicht so. Es ist nicht dasselbe, als würde man sich das Video auf Deutsch reinziehen. Und da habe ich eine Idee gehabt. Es gibt nämlich ein Video, das nennt sich Opfergaben, neues Opfergabenmaterial von P. Diddys 30. Geburtstag geht viral. Und das ist das, was ich euch gesagt habe, ist dieser Hot Shit. Das Video ist von einem Tag gekommen. So. Und das meine ich halt, diese Art von Videos gibt es halt nicht im deutschen Raum. Ich habe ein bisschen gezaubert, AI und so, und habe es hingekriegt, dass wir jetzt auf die deutsche Version, ohne Qualitätsverlust oder sowas, auf die deutsche Version von diesem Video reagieren können und uns diese Sachen reinziehen können im Deutschen. Wenn euch irgendwas gefällt, amerikanischer Content über P. Diddy oder über allgemein solche Themen, ne, gibt ja so viel mehr noch davon, mit dem Zauber, dass wir das Ganze uns in Deutsch reinziehen können, lasst einfach ein Like da, ne, lasst Liebe in den Kommentaren da und ich sorge dafür, dass ihr versorgt werdet, okay? Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir halten das Gerede kurz und schauen gemeinsam rein. Und wie ein echter Marokkaner, lasse ich ihn die ganze Drecksarbeit machen, lasse ihn bezahlen und reagiere einfach darauf und nutze auch seinen Content. When I dip, you dip, you dip. When I dip, you dip, you dip. When are the beauty, beauty? When are the beauty, beauty? Jalla, mach Start. So. Diddy steckt bereits in großen Schwierigkeiten. Doch nun sind Bilder von seinen berüchtigten Partys aufgetaucht, die dunkle Szenen von Ausschweifungen und die Objektifizierung von Frauen zeigen. Auch übrigens, gell, die Doku habe ich mir auch reingezogen. Die kam, glaube ich, heute raus. Auf Englisch. Und ich muss euch sagen, ihr verpasst nichts, gell? Also, da sind ein paar Leute, die ein bisschen was reden und so. Ich will gar nicht spoilern, aber da ist nicht wirklich irgendwie großartig was anders als aktuell die ganzen Gerüchte so. Naja, extra Videomaterial gibt es ein bisschen von seinem Anwesen, aber das war's auch. Mehr gibt es da auch nicht. Auch die Rolle von Christina Coram rückt in den Fokus. Zusammen mit schockierenden neuen Anschuldigungen gehören jetzt auch Menschenopfer und bizarre Rituale zu den Vorwürfen. Mit all diesen neuen Informationen und verstörenden Bildern werfen wir einen Blick auf das, was hinter verschlossenen Türen wirklich geschah und nun ans Licht kommt. Was passiert auf Diddys geheimen Partys? Sean Diddy Combs war lange Zeit eine prominente Figur in der Musikindustrie, gefeiert für seinen Erfolg als Hip-Hop-Mogul und kultureller Influencer. Doch jüngste Anschuldigungen rund um seine Freak-Off-Partys werfen einen Schatten auf sein Vermächtnis und enthüllen einen verstörenden Unterbau zu seinem glamourösen Image. Diese Events, bekannt für ihren Reiz, stehen nun im Fokus intensiver Prüfungen, da Berichte von ehemaligen Teilnehmern und Insidern auftauchen. Diddys White Partys fanden jährlich statt von 1998 bis 2009. Die Gäste mussten oft ganz in weiß gekleidet erscheinen, um als exklusive Versammlung der Reichen und Berühmten zu gelten. Auf diesen Partys wanderten Models in aufreizenden Bikinis umher und Kirok-Wodka floss in Strömen. Diddy selbst war oft der Mittelpunkt des Geschehens bei diesen Soireen. Bei der Party 2007 in East Hampton machte er einen grandiosen Auftritt, indem er vom Balkon seiner Villa herabstieg und verkündete: Wir werden es jetzt richtig losgehen lassen. Er ermutigte die Gäste, seinen Kirok-Wodka zu genießen und warb spielerisch mit Begeisterung dafür. Probiert es, ihr werdet es lieben. Wirklich, verkündete er und setzte damit den Ton für einen Abend voller Ausgaben. Gelassenheit. Wie die Unterhaltung. Ciroc war einer seiner
wahrscheinlich besten Business-Ideen, die er bis jetzt hatte. Weil ja, laut der Doku hat er damit $1 Billion umgesetzt. Ciroc Ahabidi, die hatte etwas geschafft, wovon jeder Businessmann in Amerika träumt. Und zwar, dass Ciroc das Getränk wird für, sagen wir mal, die Clubs. Okay, ne? Ihr wisst ganz genau, diese ganzen überteuerten Clubs in Amerika, wo Leute für Status Bottles kaufen im Wert von 5.000 bis 6.000 Euro. Mhm. Und da kommt es ja, das ist ja einfach nur verschwenderisches Geld. Das ist ja wirklich Geld rausgeschmissen, verbrannt, angezündet, was du nennest, was du willst. Und aber als Businessman möchtest du genau, dass die Leute deine Marke von Alkohol kaufen, ne? Weil die sind so dumm, die kaufen einfach Alkohol für 6.000 Euro. Für ein bisschen Auge, Cookie. So. Für die Energie. Und P. Diddy hat es geschafft, dass die Leute zu seiner Flasche greifen. Fotojournalistin Selma Fonseca berichtete, die mehrfach an diesen Events teilnahm, war die Atmosphäre geladen mit einem Hauch von zügelloser Freiheit. Sobald es dunkler wurde, fühlten sich die Leute etwas wohler. Sie bemerkte, dass Gäste anfingen, miteinander auszugehen und sich zu küssen, je länger der Abend fortschritt. Mm. Diese Ausgelassenheit maskierte jedoch oft tiefere, beunruhigendere Ströme darunter. Oberfläche. Ein besonderer Vorfall auf einer Party 2009 in Los Angeles betraf den Schauspieler Ashton Kutcher, der auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit die Gäste und... Da sieht man den Mr. Sympathisch. Guck mal, du hast mich schon damals bei Two and a Half nicht. Bei Two and a Half. Ich schwör's dir, bei Two and a Half Man hat er schon reingeschissen. Und jetzt noch sowas. Wundert mich gar nicht. Half Man hast du mich schon nicht gefallen, okay? Der hat ja damals hier, wie heißt der, Charlie Harper ersetzt, ne? Und der hat mich schon, der hat gestunken. Der hat gestunken in seiner Rolle. Hat mir nicht gepasst. Und genau deswegen, ich habe das schon damals gesehen, dass er bei. Ohne das zu wissen, wusste ich erst bei. Er chillt bei P. Diddy. Hielt, Digga. Indem er über den Pool schwang. Solche Spielereien mögen harmlos oder sogar spaßig erscheinen, doch sie sind eine Fassade über einer Partykultur, die laut einigen Insidern zunehmend gesetzlos wurde, je länger die Nacht dauert. Fonseca erinnerte sich an einen deutlichen Mangel an Sicherheit nach einer bestimmten Stunde, in der die Gäste sich in einem Dunst aus Alkohol und Drogen verloren. Die Leute waren high von Gras und Ecstasy, erzählte sie, auch wenn sie betonte, dass sie Diddy selbst nie beim Drogenkonsum gesehen habe. Die Partys wurden gleichgesetzt mit einer Art von Exzess, die oft außer Kontrolle geriet. Dr. LaJoyce Brookshire, eine ehemalige PR-Direktorin bei Clive Davis Arista Records, brachte ihr Unbehagen zum Ausdruck und sagt: Hier manchmal gibt es das Problem, es gibt 3-4 Stellen, wo das AI nicht wirklich gut übersetzt hat. Das ist meistens bei solchen Szenarien, bei solchen, sagen wir mal, Rezitierungen. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, bis jetzt wirklich beeindruckt. Also hätte nicht gedacht, dass es so gut gelingt. Also, was sagt sie hier? I know that there's no safety after a certain hour when you got drinks flowing and people behind your back doing drugs in bathroom. Okay, das ist einfach leicht zu übersetzen. Ich wusste, da gibt es keine Sicherheit, denn nach einem gewissen paar Stunden oder ab einer gewissen Uhrzeit sind halt einfach, ist der Alkohol geflossen und Leute haben hinter deinem Rücken angefangen, Drogen im Badezimmer zu nehmen. Sie erzählte von ihrem intuitiven Bewusstsein der Gefahr, die in den Schatten von Diddys Feier lauerte. Zwei bis drei Leute sind gemeinsam aus dem Badezimmer gekommen. So could they potentially be, absolutely, did I see it? No, I never. Ah, haben die eventuell, ne? Habe ich es gesehen? Nein. Ich war nie, sagen wir mal, spät genug da, um das Ganze mit zu... Immer in später Stunde soll die Party halt anders geworden sein, ne? Das berichten sehr, sehr viele. Mit zu beobachten. Die dunkleren Aspekte von... Das war halt diese Zeit, wo die gesagt haben, besser du gehst jetzt, besser du verlässt jetzt diese Party hier. Partys kamen bei seiner jüngsten Anklage ans Licht. Die Staatsanwälte behaupten, dass die Freak-Offs, getrennt von den weißen Partys, inszenierte sexuelle Darbietungen beinhalteten. Mhm. Laut Anklage arrangierte, leitete und masturbierte Diddy während dieser Darbietungen und zeichnete sie oft elektronisch auf, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Diddy. Guck mal, das Ding ist jetzt einfach, Leute, dass diese ganzen Aufzeichnungen beschlagnahmt wurden, gell? Der hat alles aufgezeichnet, wirklich jeden Mist hat er aufgezeichnet. Diese ganzen prominenten Leute, die ihr alle kennt, aus Hollywood und so weiter, wurden dort aufgezeichnet. Wahrscheinlich gegen ihren Willen, auch die wussten davon nicht mehr teilweise was. Und damit wurden die auch erpresst, wie ich verstanden habe. Jetzt ist aber die Sache, wir werden sehen, wie viele Leute da wirklich noch exposed werden. Wie viele Leute da wirklich noch mit drin stecken und sehr viel Scheiße gebaut haben. Und sehr viele Leute, denke ich, werden auch irgendwie davon kommen. Weil meiner Meinung nach hier sehr dreckig gespielt wird. Denn in dieser Diddy-Thematik ist einfach so viel Mist dabei, das hört gar nicht mehr auf. Und P. Diddy ist aktuell ja im Knast und macht einen Hungerstreik, der isst und trinkt nichts, weil er Angst hat, vergiftet zu werden.
Diddy nutzte diese Aufnahmen als eine Form der Erpressung, um die Beteiligten zu kontrollieren. Zeugen beschrieben auch Szenen, in denen Frauen... Das ist der Punkt, auch der das Ganze überhaupt auch erst illegal macht, ne? Ist die Tatsache, dass er anscheinend Leute damit erpresst haben soll. Genau. ...gezwungen wurden, an diesen Handlungen teilzunehmen, manchmal unter Androhung von Gewalt. Die erschreckende Vorstellung, dass diese mit Glamour verhüllten Treffen in Wirklichkeit auf Ausbeutung basierten, hat die Unterhaltungsindustrie schockiert. Mhm. Berichten zufolge verzichtete Diddy selbst auf Drogenkonsum, doch viel... Die andere Sache hierbei, was sehr, sehr krass ist, es ist so ein Gerücht rumkursiert, dass es einen geheimen Tunnel gibt zwischen P. Diddys Haus, das direkt zu Michael Jacksons Haus führt, weil die Nachbarn waren, okay? Und wie gesagt, das ist ein Gerücht gewesen, dass in diesem besagten Tunnel, wovon auch angeblich Michael Jackson nichts wusste, Tunnel muss ich ganz ehrlich sagen, weil dieser Tunnel existiert nicht, also führt nicht zu Michael Jacksons Haus, ne, vorab schon mal gesagt. Da kamen so Gerüchte raus, da sind Kinderkleider gefunden worden, eine Leiche soll dort gefunden worden sein und so weiter. Das alles ist Humbug, also das ist Quatsch. Es gibt diesen besagten Tunnel, wenn ich ihn Tunnel nennen kann, das ist sowas wie ein Weinkeller gewesen, plus noch irgendwie ein Pool oder so war da noch. Da ist er rumgeschwommen, das war es aber auch. Aber was komisch war an dieser ganzen Geschichte, erstens, kurz bevor Michael Jackson den Löffel abgegeben hat, hat er gesagt, dass er Leute exposen will, darunter auch P. Diddy und andere Leute. Dann kommt noch dazu, dass er noch gesagt hat, die Leute wollen meinen, ihr wisst schon was, ne? Die wollen, dass ich einen Löffel abgebe und wollen es so aussehen lassen, als ob es ein Unfall war. Und wir wissen ja, was alles heutzutage rausgekommen ist, wie es jetzt geschehen ist, ne? Dass ein Arzt ihm eine Überdosis verpasst hat. Aber ich persönlich habe dann noch was anderes dabei gedacht. Warum haben beide so einen Mist anstecken? Beziehungsweise beide wird ja vorgeworfen, dass sie was mit Kindern haben. Und beide sind Nachbarn. Leute, es gibt viele Zufälle, aber... Wisst ihr, was ich meine? Das sind für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Zufälle. Viele Gäste wurden unter dem Einfluss verschiedener Substanzen gesehen. Bei einem Vorfall wurde Diddy beim Essen neben einer nackten Frau entdeckt. Auf dem Tisch vor ihm lag eine Frau entkleidet, geschmückt mit Trauben und Blumen und bildete den Mittelpunkt des opulenten Buffets. Anschuldigungen haben ergeben, dass Diddys Zusammenkünfte Veranstaltungen beinhalteten, bei denen Sexarbeiter engagiert und versteckte Kameras eingesetzt wurden. Die gehört versteckte Kameras. Behauptungen deuten auf einen gezielten Versuch hin, ein Spektakel zu inszenieren, das aufgezeichnet werden konnte. Vielleicht sind die besorgniserregendsten Enthüllungen Berichte über minderjährige Mädchen, die bei diesen Veranstaltungen anwesend waren. Diese Behauptungen haben Empörung und Besorgnis ausgelöst, da ehemalige Teilnehmer berichteten, dass sie junge Personen gesehen haben, die nicht im legalen Alter schienen, sich unter Erwachsene mischten. Ein weiterer beunruhigender Aspekt der Freak of Events ist die angebliche Praxis, den Teilnehmern IFU-Flüssigkeiten zu verabreichen, um sich von übermäßigem Drogenkonsum zu erholen. Berichten zufolge verließen einige Personen die Partys in kritischem Zustand aufgrund von Dehydration und anderen durch Drogenkonsum. Übrigens, gell, Jay-Z wird ja die ganze Zeit mit dem Finger auf Jay-Z gezeigt, dass er der Nächste ist. Wisst ihr, was jetzt krass ist, was rausgekommen ist? Jay-Z hilft jetzt Tupacs Familie, den Mord an Tupac aufzuklären, weil die Familie tut jetzt P. Diddy verklagen. Und naja, Jay-Z will der Familie dabei helfen oder hilft der Familie dabei. Sehr komisch. Zum verursachten Komplikationen. Zeugen beschrieben die Atmosphäre als eine, in der persönliche Sicherheit und Gesundheit zugunsten von weiterem Genuss und Exzess ignoriert wurden. Eine zusätzliche Komplexität der Vorwürfe ist der Vorschlag, dass Diddy die Aktivitäten während dieser Partys aus der Ferne überwachte. Eine Polizeiquelle enthüllte gegenüber der New York Post, dass ein Beamter die Partys von einem separaten Ort aus überwachte. Er konnte auch alles aus der Ferne auf seinem Handy sehen und auf einen Fernseher in einem anderen Bereich des Hauses streamen. Er musste nicht während der sexuellen Aktivitäten anwesend sein, obwohl er es oft war. Diddys angebliche Vorliebe für hochkarätige Gäste wie Leonardo DiCaprio verkompliziert die Erzählung weiter, was darauf hindeutet, dass die Partys nicht nur dem Vergnügen dienten, sondern auch als Networking-Möglichkeiten in der Unterhaltungsbranche. Das ist noch nicht alles. Jaguar Wright hat einige ernsthafte... Das war ja das Attraktive an P. Diddys Partys, war die Tatsache, dass halt die ganze halbe Starwelt da gewesen ist und du natürlich einen guten Grund hattest, da hinzugehen. Und das ist alleine nur das Networking, ne? Wenn du halt da gefühlt jeden wichtigen Produzenten, Regisseure, Schauspieler, Sänger, ne? Man muss nicht dumm sein, um zu realisieren, gerade wie das in Hollywood funktioniert mit Networking und teilweise mit Kontakten, um irgendwie was, sagen wir mal, aufbauen zu können, sind solche Partys genau der Punkt halt, wo du da sein musst. Und das hat P. Diddy für sich verwendet. Diese P. Diddy hat viele Facetten von solchen, von so einem Zusammentreffen einfach, ja, brutalst ausgenutzt, indem er wusste, ey, die Leute kommen zum Networking dahin, ne, ich biete denen da was, was kein anderer ihm bieten kann. Dann wiederum die Tatsache, dass Leute auch, sagen wir mal, in dieser Star-Welt, ne,
immer beobachtet sind, immer vorsichtig sind, was sie machen. Ich biete denen eine Art Räumlichkeit, eine Art Platz, wo sie so ein bisschen ihre Gelüste ausleben können, Komfortabilität. Ne? Wir sind alle untereinander, wir sind alle Stars, wir haben alle dasselbe Schicksal, wir können uns nicht zeigen in der Öffentlichkeit, ne? So auf diese Art und diese Art und diese Art. Und das hat er wirklich brutalst bei den Leuten ausgenutzt. Er hat halt damit geworben, dass die sich ausleben können und so sein können, wie sie wirklich sind. Und was denkt ihr, wie viel so ein Abend bzw. so eine White Party da von PDD gekostet hat? Was denkt ihr? Man weiß es mittlerweile, weil einer das gesagt hatte. Also kann sein, dass es mehr oder weniger war. Aber einer sagte jedenfalls, dass so ein Abend 1,5 Millionen Dollar gekostet hat. Eine Party. Der Anschuldigungen gegen Diddy erhoben und behauptet, dass der Musikmogul ein umstrittenes Partyvideo für gigantische 500 Millionen Dollar im Dark Web verkauft hat. In ihren Bemerkungen erklärte Wright, dass das Material angeblich mehrere Prominente der A-Liste zeigt. Das letzte Freak-Off-Band, das gerade im Darknet verkauft wurde, ging für 500 Millionen Dollar weg. Sie sagte, dass sie vorgeschlagen habe, Diddy habe das Video aus finanzieller Not verkauft und verwies auf einen Vorfall in Calabasas, bei dem das Filmmaterial angeblich fragwürdiges Verhalten eingefangen habe. Wright sprach auch über die Verwendung von Darkcoin als Methode zum Handeln mit diesen Videos im dunklen Netz und behauptete, die meisten Menschen wüssten nicht einmal, dass der Darkcoin existiert, aber so handeln sie all das Fleisch, das sie verkaufen. Obwohl ihre Vorwürfe Interesse geweckt haben, sind viele Fans und Kommentatoren skeptisch gegenüber Wrights Behauptung. Angesichts dieser ernsten Anschuldigung sei ich festgehalten. Während dem Ausschweifen über die Wahrheit. In ihren Bemerkungen erklärte Wright, dass das Material angeblich mehrere Prominente der A-Liste zeigt. Das letzte Freak-Off-Band, das gerade im Darknet verkauft wurde, ging für 500 Millionen Dollar weg. Sie sagte, dass sie vorgeschlagen habe, Diddy habe das Video aus finanzieller Not verkauft und verwies auf einen Vorfall in Calabasas, bei dem das Filmmaterial angeblich fragwürdiges Verhalten eingefangen habe. Wright sprach auch über die Verwendung von Darkcoin als Methode zum Handeln mit diesen Videos im dunklen Netz und behauptete, die meisten Menschen wüssten nicht einmal, dass der Darkcoin existiert, aber so handeln sie all das Fleisch, das sie verkaufen. Obwohl ihre Vorwürfe Interesse geweckt haben, sind viele Fans und Kommentatoren skeptisch gegenüber Wrights Behauptung. Angesichts dieser ernsten Anschuldigungen hat Diddy öffentlich alle Vorwürfe gegen ihn bestritten, seine Unschuld betont und sich vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Sein Anwaltsteam hat die Glaubwürdigkeit der präsentierten Darstellungen angefochten und argumentiert, dass viele Anschuldigungen übertrieben oder unwahr seien. Jedoch wirft das Volumen der... Die Dame, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die ist auch gerade dabei, ne? Das werden wir uns nochmal auch genauer reinziehen. Wir werden das auf dieselbe Art machen. Wir lassen uns das dann übersetzen. Die ist gerade dabei, über Jay-Z auszupacken, der ja wirklich auch für viele Leute ins Visier geraten ist durch diese, ja, innige Freundschaft zu P. Diddy. Zeugenaussagen und die Konsistenz der Themen im Zusammenhang mit... Kann halt sehr gut sein, dass er seinen Arsch retten will, ne? Indem er jetzt probiert, irgendwie gegen Diddy zu sein. In der Öffentlichkeit und Tupacs Familie probiert zu helfen, hier Diddy dran zu kriegen für diesen, ihr wisst schon. Ausbeutung und Verantwortungslosigkeit weiterhin Fragen über die Wahrheit hinter diesen Ereignissen auf. Die Rolle von Diddys Stabschef im Menschenhandel, Christina Coram, wurde einst als Seans rechte Hand gefeiert. Okay, das ist zum Beispiel sowas, das ist eine Person, das meine ich halt, ne? Davon habe ich jetzt noch nichts was gehört. Christina Coram ist mir kein Begriff, deswegen das jetzt sowas, da lerne ich selber sogar was. Und steht nun unter intensiver Beobachtung. Inmitten der föderalen Anklagen gegen den Hip-Hop-Mogul sind Anschuldigungen aufgetaucht, die Coram mit Ghislaine Maxwell, der berüchtigten Komplizin des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, vergleichen. Coram mit schweren Vorwürfen wie Menschenhandel, Erpressung und dem Transport von Personen zur Prostitution konfrontiert ist, liegt das... Ich sag euch aber, Geddes, wird kein gutes Ende nehmen mit Diddy. Ich denke, das war's auch mit dem. Der isst und trinkt nichts die ganze Zeit im Knast, damit er nicht vergiftet wird. So hat es der Anwalt gesagt von Diddy. Aber wir haben ja gesehen, wie die Epstein-Geschichte geendet ist, ne? Da sind auf jeden Fall Leute involviert. Ich sag's euch, die sind ganz, 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 ganz krass. Die haben ganz, ganz viel Geld, zu viel Macht. Und ich persönlich denke, so wirklich die richtigen Drahtzieher und die wirklich da noch dahinter stecken, viele Leute werden wir gar nicht zu Gesicht bekommen. Die werden weiterhin ihr Unwesen treiben. Das Augenmerk nun auf Corams angeblicher Rolle bei der Orchestrierung eines beunruhigenden Netzwerks illegaler Aktivitäten. Während der 13 Monate, die Rodney Jones, auch bekannt als Lil Rod, mit Combs lebte und reiste, wurde er Zeuge einer Reihe alarmierender Verhaltensweisen, die zu Vorwürfen gegen Coram führten. Jones behauptet, er habe gesehen, wie Combs Waffen aus seinen Kleiderschränken in Miami und Los Angeles an fragwürdige Personen in Schwarz verteilt habe. Diese erschreckende Umgebung zeichnete das Bild eines Mannes, umgeben von Gewalt und Gesetzlosigkeit. Corm im Zentrum des Ganzen. Jones behauptet, sie sei dafür verantwortlich gewesen, ein System aufrechtzuerhalten, das Combs durch die Verwendung von Gummibärchen und Pillen high hielt. Berichten zufolge verlangte Coram von allen Haushaltsangestellten, vom Butler bis zum Koch und den Hausmädchen, Taschen oder Bauchtaschen mit einer Vielzahl von Drogen zu tragen. Diese Substanzen umfassten Kokain, GHB, Ecstasy, Marihuana-Gummibärchen mit Potenzen von 100 bis 250 Milligramm und Tucci, eine rosa
harmloser Droge, die eine Kombination aus Ecstasy und Kokain ist. Diese gefährliche Anordnung bringt nicht nur die Verdorbenheit des Umfelds ans Licht, sondern auch Corums angebliche Komplizenschaft, um sicherzustellen, dass Combs sofortigen Zugang zu seiner Droge der Wahl hatte. Die Vorwürfe eskalieren, als Jones behauptet, Corum habe Sexarbeiterinnen und Prostituierte für Combs bestellt und direkt seine Verbindung zur dunklen Seite der NFL, der Unterhaltungsbranche, erleichtert. Jones behauptet, sie sei maßgeblich an der Organisation und Durchführung eines Unternehmens nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act beteiligt gewesen, das durch die Rekrutierung von Personen gekennzeichnet war, um Combs verdorbenen Wünschen zu dienen. Bestimmte Personen, die in Jones Anschuldigungen erwähnt werden, sind Stevie J, der angeblich Sexarbeiterinnen rekrutiert und an Orgien teilgenommen habe. Geprägt von Ausschweifungen und Drogenkonsum wird dem Stabsvorsitzenden Quorum vorgeworfen, erheblichen Einfluss auf die Operation dieses RICO-Unternehmens zu haben. Laut Jones überwachte sie Aufgaben, die von verschiedenen Personen in Combs innerem Kreis ausgeführt wurden. Zum Beispiel soll Justin Combs, Diddys Sohn, Prostituierte und minderjährige Mädchen angefordert haben, während Brandon Paul angeblich als Kurier fungierte. Und dieser Typ wird auch in der Doku gezeigt, der ist 25 Jahre alt und der soll den Waffen und die ein oder andere Gummibärsche jedes Mal besorgt haben. Dafür war er zuständig. Drogen und Waffen im Auftrag von Combs beschaffte und verteilte. Weiterhin wird einem Vizepräsidenten bei Combs... Das ist jetzt gerade der Brandon, ist der, der bei der ersten Razzia verhaftet worden ist. Ne, bei der ersten Razzia in Miami war die ja, glaube ich, so, ne, war die in Miami, wo war die? Ich weiß nicht mal, wo die erste Razzia stattgefunden hat, aber egal. Hat man ja vermutet, dass die eigentlich gekommen sind für Diddy. Ne? Aber Diddy war erstens nicht vor Ort und Diddy wäre auch nicht verhaftet worden, weil die sind nicht für Diddy gekommen. Die sind wegen Brandon, einem anscheinend Drogendealer, waren die vor Ort und ja, haben ihn dann auch festgenommen. Ich weiß nicht, er müsste wahrscheinlich zurzeit in Untersuchungshaft sein. Auch eine sehr, sehr wichtige Figur in diesem Diddy-Fall, denn da wird es auch interessant, wird er snitchen, ne, gerade wenn er... Da werden einige Leute auspacken, da werden sehr, sehr viele Leute auspacken, da werden auch wahrscheinlich Sachen gesagt und Leute beschuldigt, die nichts gemacht haben. Da wird alles Mögliche gesagt, das wird ein Fall sein, was sehr schwierig sein wird, generell für den Richter oder für diejenigen, die das entscheiden. Wow. Sagen wir mal, Urteil gehittet werden könnte, was im zweistelligen Bereich sein könnte, definitiv. Haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, haben schon ganz andere Leute gesnitcht, von denen man das nicht erwartet hätte. Und in diesem Fall, ne, wenn Diddy jemand ist, der schon an sich, von dem man vielleicht in diesem Prozess und das wird sich ja auch, da werden wahrscheinlich auch hochkarätige Anwälte und so, da werden es Statements zu machen, ab wann man eine Vermutung haben könnte, wie lange Diddy hinter Gitter sitzen wird. So. Und wenn es eine lange Zeit ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere auspacken wird, weil man sich denkt, ey, Diddy ist sowieso verloren. So, das beste Beispiel mit Young Thug. Ähnliches Beispiel, wie das Ganze, wie die ganzen Labelmitglieder ausgepackt haben, weil Young Thug sowieso verloren ist. Vorgeworfen, die Finanzen für diese Operationen zu verwalten, während Moy Bone angeblich Sexarbeiter engagierte und an den berüchtigten Exzessen teilnahm. Das von Corum angeblich orchestrierte Netzwerk stützte sich stark auf Einschüchterung und Gewalt. Jones behauptet, dass Combs Verbindungen finanziert und gepflegt habe. Mit lokalen Banden und Bandenführern, die seine Häuser in Los Angeles und Miami besuchten, um Drogen und Waffen zu sichern. Diese Verbindungen zur organisierten Kriminalität zeigen das gefährliche Umfeld, in dem Corum und Combs operierten, wo Gewaltandrohungen alltäglich waren. Laut Jones war er erschreckend in Drohungen ausgesetzt, einschließlich Fällen, in denen Personen mit ihrer Macht über die Strafverfolgung prahlten und sich mit Gewalttaten, einschließlich Mord und Zeugenbeeinflussung, rühmten. Die rechtlichen Verfahren gegen Combs haben die Untersuchungen weiter intensiviert. Sie wurde nicht verhaftet oder eines Verbrechens angeklagt, aber ihr Name ist im Zusammenhang mit der Anklage auf Bundesebene gegen Combs aufgetaucht. Wenn jemand den Überblick hat, dann ist es Christina, die alles wüsste. Dies wirft kritische Fragen über ihr Ausmaß an Beteiligung und Kenntnis der angeblichen kriminellen Aktivitäten auf. In einer von Jones eingereichten Klage zieht er deutliche Parallelen zwischen Corum und Combs. Dein Ziel, im März im Mem Nishumya. Indem er andeutet, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung von Combs angeblichen Menschenhandelsaktivitäten spielte. Jones behauptet, dass Corum ein System aufrechterhielt, in dem Mitarbeiter Drogen für Combs transportieren mussten, was seinen Drogenkonsum ermöglichte und zu einem Umfeld des Überflusses und der Ausbeutung beitrug. Also, nur mal, damit ihr versteht, es gibt einmal Jones, ne, der sozusagen zeitlang, sagen wir mal, Weggefährte von Diddy gewesen ist, der einiges beobachtet hat, der anscheinend irgendwann Diddy angeklagt hat und schon da angefangen hat, über Diddy auszupacken. Und die Frau, die ihr jetzt die ganze Zeit gesehen habt, ne, die jetzt sozusagen auch bei diesem, keine Ahnung, wo das jetzt war, in diesem Beach-Resort mit Diddy gechillt hat, die war so nach seinen Aussagen her seine rechte Hand. Ne, die mit ihm zusammen diese ganze Operation mit angeführt hat. So. Da werden sicherlich sehr, sehr viele Leute in seinem Umfeld auspacken, die da mit agiert haben, 100%.
vergleichbar mit Jeffrey Epstein und dieser alten Tante, ne, die sozusagen seine rechte Hand gewesen ist. Es klingt auf jeden Fall glaubhaft. Warum? Dass dieses Ausmaß von Diddy, ne, was ihr jetzt nur gehört habt, organisierte Kriminalität, politisches Interesse, Fingern in dem Musikbusiness, Fingern in der Schauspielbusiness, Fingern im Sportbusiness, Fingern in der Alkoholindustrie. Das heißt, ihr seht, sicherlich auch in der Politik und auch Beamte haben den hundertprozentig geschützt. Da bin ich mir sicher. Das geht nicht so über so eine lange Zeit, 20 Jahre oder wie lange das war. Das geht nicht einfach an denen vorbei. Die sind nicht blöd. Glaubt mir, was ich euch sage. Und diese Leute werden höchstwahrscheinlich auch alle rangenommen noch. Da werden noch so viele Leute auspacken. Wow, das ist ein Riesenfall. Deswegen nennt man ihn überhaupt Medienmogul, weil er überall seine Finger hatte. Überall. Und das kannst du nicht alleine. Das geht nicht alleine. Du brauchst ein geisteskrankes Team für sowas. Und das ist halt der Punkt, wo ich halt gesagt habe, er wird höchstwahrscheinlich irgendwas gemacht haben, irgendeinen ans Bein gepisst haben, wo ihn dann nicht mehr schützt. Und dann ist alles halt zu Bruch gegangen. Irgendwas muss da schiefgelaufen sein, weil über so eine lange Zeit kann mir keiner erzählen, dass es die ganze Zeit so hingenommen wurde oder keiner davon wirklich wusste. Es wusste ja jeder. Selbst Diddy wurde eingeladen in der einen oder anderen Talkshow. Da haben die so geschmunzelt und so sich darüber lustig gemacht. Ja, was passiert denn ab diese und diese Uhrzeit bei deinen Partys? Aber in einer gewissen Uhrzeit, was passiert dann genau? Wann stehst du auf? Wann gehst du schlafen? Hin und her, alles Mögliche. Und ja, die Gerüchte sind schon lange im Umlauf. Sehr lange. So, deswegen wird es auch einige geben, die Diddy unterstützt haben bei dem, was er da alles gemacht hat. Eminem hat die ganze Zeit Texte gehabt. Rap-Texte schon vor Jahren, wo er so Kleinigkeiten immer wieder gesagt hat. Er hat zwar einmal dann das zurückgezogen, hat gesagt, das ist nur Spaß. Dann hat er wieder einen Track gemacht, wo wieder ein paar Sachen waren gegen Diddy. Okay? 50 Cent genauso. Hat auch eine Passage gehabt, wo der Diddy erwähnt hat, wo der so ein Wortspiel gemacht hat glaube ich, aus Diddy irgendwas. Da waren schon einige dabei, die den exposed haben. Und nicht zu vergessen natürlich Michael Jackson, gell? Der dann einen Löffel abgegeben hat. Sein Nachbar, ehemaliger Nachbar. Kürzlich beschlagnahmten Bundesagenten Betäubungsmittel und über 1000 Flaschen Babyöl und Gleitmittel. Bei Razzien auf Combs Grundstücken, was die von Jones aufgestellten Behauptungen weiter untermauert und die verwerfliche Natur der Operationen hervorhebt. Darüber hinaus wirft Corams Beteiligung an diesen Aktivitäten ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Kultur innerhalb von Combs Organisation auf. Es spiegelt eine Missachtung des Gesetzes und das Wohlbefinden anderer wider, das von dem Streben nach Macht und Kontrolle getrieben ist. Die Ausbeutung von schutzbedürftigen Personen, insbesondere Frauen, ist ein großes Problem im Fall von Combs. Im Streben nach hedonistischen Vergnügungen ist ein Aspekt des sich abzeichnenden Narrativs. Rechtsexperten schlagen vor, dass Corams mögliche Zusammenarbeit mit den Behörden erhebliche Auswirkungen auf Combs haben könnte. Ein Insider spekulierte, dass Christina kooperativ sein könnte. Dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Coram entscheidende Beweise gegen Combs liefern könnte, was seine rechtlichen Probleme weiter verkomplizieren würde. Trotz der Vorwürfe und der zunehmenden Aufmerksamkeit ist Coram weitgehend still geblieben und hat sich nicht zu der Situation geäußert. Ihr zuvor gelöschtes LinkedIn-Profil zeigt jedoch eine lange Geschichte innerhalb von Combs Organisation. Nachdem sie 2013 zu Bad Boy Entertainment gestoßen war und 2020 Chief of Staff wurde, ihr abruptes Verschwinden aus dem öffentlichen Diskurs wirft Fragen zu ihrer zukünftigen Beteiligung am sich entfaltenden Skandal auf. Hat er Menschen als dämische Rituale für Ruhm geopfert? Die Anschuldigungen... Warte, das ist ein bisschen falsch übersetzt. Diddy sacrifice people as demonic ritual for fame. Nein, hat Diddy Menschen durch ein dämonisches Ritual geopfert für Fame. So. Ich glaube, bei diesem Typ mittlerweile alles. Sag ich euch, wie es ist, krank. Ja. Rituale für Ruhm geopfert. Die Anschuldigungen gegen Sean Diddy Combs sind von bloßen Gerüchten zu umfassenden Verschwörungstheorien eskaliert, die behaupten, sein kometenhafter Aufstieg zum Ruhm sei nicht nur auf Zufall oder Talent zurückzuführen. Viele vermuten, Diddys Erfolg sei mit dunklen dämonischen Ritualen verbunden und umfasse menschliche Opfer. Der Tod von Menschen in seiner Nähe zusammen mit bizarren Vorkommnissen hat diese Theorien angeheizt. Diddys Karriere begann als junger Praktikant bei Uptown Records, aber sein Sprung in den Vordergrund der Musikwelt gelang mit Bad Boy Records, während seine Arbeit mit großen Namen wie Biggie Smalls und Craig Mack ihm Bekanntheit. Der Name schon, gell? Bad Boys. Bad Boys Records. Verschaffte. Andere argumentieren, dass sein Erfolg auf etwas weit Dunklerem als nur seiner Geschäftstüchtigkeit beruht. Manche Verschwörungstheoretiker behaupten, dass der Grund angeheizt. Diddys Karriere begann als junger Praktikant bei Uptown Records, aber sein Sprung in den Vordergrund der Musikwelt gelang mit Bad Boy Records, während seine Arbeit mit großen Namen wie Biggie Smalls und Craig Mack ihm Bekanntheit verschaffte. Andere argumentieren, dass sein Erfolg auf etwas weit Dunklerem als nur seiner Geschäftstüchtigkeit beruht. Manche Verschwörungstheoretiker behaupten, dass der Grund für Diddys enormes Karrierewachstum darin liegt, dass er angeblich zu okkulten Praktiken griff, indem er Rituale und
und Opferungen durchführte, um seinen Aufstieg in der Branche zu sichern. Laut dieser Erzählung wird Diddy beschuldigt, sich an dämonischen Ritualen beteiligt zu haben, bei denen Menschenleben für persönlichen Ruhm und Reichtum geopfert wurden. Kim Porter, die Mutter von Diddys drei Kindern und jemand, der über ein Jahrzehnt eng in sein Leben involviert war, starb plötzlich im Jahr 2011. 2018 war Porter erst 47 und hatte Berichten zufolge grippeähnliche Symptome, bevor sie an einer Lungenentzündung starb. Während ihr Tod als natürlich eingestuft wurde, führt... Wurde auf natürliche Weise eingestuft, ja, dass es natürlich war. Ja, na klar. Das Timing und die Umstände dazu, dass viele in Frage stellten, ob ihr Tod Teil von etwas Dunklerem war. Verschwörungstheoretiker behaupten, dass Porters Tod nicht nur eine unglückliche Tragödie war, sondern ein kalkuliertes Opfer. Während Diddys Karriere weiter florierte, begannen einige zu spekulieren. Ja, es ist klar, sie ist 47, das ist noch in der heutigen Zeit, das ist ein extrem junges Alter zu sterben. Sie sieht unglaublich fit aus für eine 47-Jährige. Aber, und vielleicht macht man da den Fehler, man sollte nicht Äußerlichkeiten, ne, zu überbewerten. Das heißt, nur weil du gesund aussiehst, heißt das noch lange nicht, dass du gesund bist. Ja, sehr viele Leute sehen im Showbusiness sehr oft gesund aus, vor allem frisch aus, aber sie sind Schabracken. Das sieht man nur nicht. Die machen Schönheitsoperationen, die machen alles Mögliche, um das zu vertuschen. Das kennen wir von sehr vielen Stars, die auch schon einen Löffel abgegeben haben. Okay, das sind zwei verschiedene Dinge, meine Damen und Herren. Jemand, der, sagen wir mal, sehr, sehr definiert ist und wo man seine Muskeln sehen kann, ne, niedriges Körperfett, da sagt man auch, boah, das sieht voll gesund aus. Aber mit dem heutigen Wissen wissen wir, dass das für den Körper etwas extrem Unnatürliches ist und es ist sehr ungesund, mit einem niedrigen Körperfett herumzulaufen. Also alles unter 10%. Deswegen, also man muss immer so vorsichtig sein, nur weil ein Mensch wirklich gesund aussieht, heißt das nicht, dass er innerlich, ne, innerlich können Entzündungen existieren, Problematiken, von der der Person selber nicht mal wirklich was weiß. Deswegen ist es auch immer wichtig, ne, yearly Check-ups zu machen, jährlich mal zum Arzt zu gehen, sich abchecken zu lassen. Aber niedriger Körperfett heißt nicht gleich ungesund. Ich habe auch Freunde von mir, die tagtäglich trainieren, die einfach von Natur aus so aussehen, ne? Und bei denen ist es einfach so. Die haben halt niedrigen Körperfett. Das heißt nicht unbedingt, dass es ungesund ist. Das nicht. Wo bist du nochmal gesponsert, Sofian? Deswegen, also, und wenn die Zeit gekommen ist für einen, dann ist die Zeit auch gekommen, sage ich auch ehrlich. Das stimmt. Der Tod kennt kein Alter. Dass ihr Tod ein Zufall war. Es war nicht nur ihr Tod, sondern das Timing und die Gerüchte, die ihre Beziehung zu Diddy umgaben. Porter war dem Hip-Hop-Mogul über Jahre hinweg nahe und einige glauben, dass ihr Wissen über sein Privatleben und seine Geschäftstätigkeiten sie zu einer potenziellen Bedrohung machte. Indem er sie opferte, würde Diddy sicherstellen, dass seine Geheimnisse geheim blieben. Cassie, eine weitere Frau, die jahrelang tief in Diddys Leben involviert war, verließ die Beziehung ebenfalls unter merkwürdigen. Ich glaube, er hätte Cassie umgelegt, anstatt seine Ex-Frau. Seine Ex-Frau war jahrelang an seiner Seite. Die haben sich getrennt. Das ist die Mutter seiner Kinder. Ich glaube, dieser Mensch hat gar keine Werte. Den interessiert gar nichts. Ich glaube, Menschenleben hat für den nicht so wirklich einen Wert. Ich glaube nicht. Auch allein für die Kinder hätte sie niemals ausgepackt, glaube ich nicht. So, am Ende, die Kinder leben gut. Sie hat gut gelebt. Wir stecken alle nicht da drinne. Wer weiß, was da wirklich abgegangen ist. Ich kann mir alles Mögliche mittlerweile vorstellen bei diesem Mann. Ja, ja. Ich glaube, sie hätte nicht gegen ihn ausgepackt. Die einzige, wo ich der Vermutung bin, dass Diddy vielleicht mit dem Gedanken gespielt hat, die aus dem Weg zu räumen, ist auf jeden Fall Cassie. Umständen. Während sie Diddy nicht direkt mit Okkultem in Verbindung gebracht hat, haben ihr Ausstieg aus seinem Leben und die vagen Bemerkungen, die sie über beunruhigende Ereignisse gemacht hat, weitere Gerüchte entfacht. Cassie soll während ihrer Beziehung emotionalen und psychologischen Missbrauch erlitten haben und ihr Schweigen zu bestimmten Themen wurde als Vermeidung tieferer Enthüllungen über Diddys Vergangenheit interpretiert. Manche haben Cassies Verhalten als indirekte Bestätigung der Behauptungen genommen, dass hinter verschlossenen Türen dunkle rituelle Praktiken stattfinden. Man hat auch in der Doku gesehen, Leute, ne, dass seine Ex-Frau geklatscht wurde. Das hat keiner gesehen, aber sie kam halt am nächsten Tag einfach raus mit einer gebrochenen Nase. Am nächsten Tag einfach, kennt ihr das, einfach mit einem, keine Ahnung, mit so Verband und alles Mögliche. Ne? Und es ist nie in der Öffentlichkeit irgendwas passiert. Immer hinter verschlossenen Türen, wo es keiner gesehen hat. Und falls es euch aufgefallen ist, in dieser Doku zum Beispiel wurde jetzt auch gesagt, dass Diddy selber nie gesehen worden ist, dass er irgendwas konsumiert hat. Versteht ihr, was ich meine? Er hat immer alles im Verborgenen gemacht, weil er ganz genau wusste, wo was aufgezeichnet wird und wo nicht. Das war ihm bewusst, dass er damit auf jeden Fall aufpassen muss. Aber meines Erachtens nach ist er größenwahnsinnig geworden. Wer 1000 Babyölflaschen kauft und
gar nicht mehr irgendwie guckt, dass es auffällig, nicht auffällig ist. Denen ist alles völlig egal gewesen, glaube ich. Der war sich sehr, sehr sicher, dass er damit durchkommt und er tun und lassen kann, was er will. Es gab ja auch das eine Video, wo er durchgedreht ist komplett, weil er was nicht bekommen hat. Das zeigt mir auch seinen Charakter, sein Verhalten. Wenn er was nicht bekommt, dann schreit er rum und sagt, ich bekomme alles, was ich will. Der Typ ist größenwahnsinnig. Krank. Fun. Ob es nun ihre Weigerung war, sich vollständig zu äußern oder ihre Entscheidung, ihn nach Jahren der Kontrolle zu verlassen, es hat nur das Feuer dieser Gerüchte weiter angefacht. Die Unterhaltungsbranche ist seit langem mit diesen Gerüchten verbunden. Eine Sekte mit vielen Prominenten, die beschuldigt werden, geheime Rituale für Erfolg durchzuführen. Diddy bildet da keine Ausnahme. Von Gerüchten über Geheimgesellschaften wie die Illuminaten bis hin zu direkteren Behauptungen über rituelle Opfer wird Diddy von diesen Anschuldigungen stark verfolgt. Einige glauben, dass man, um die höchsten Machtpositionen in der Musikwelt zu erreichen, eine starke, mächtige Stimme braucht. Welt muss man ein Opfer bringen. Dieses Opfer wird oft als menschliches Opfer beschrieben, bei dem eine Person im nahen Ende ihres Lebens sterben muss, um anhaltenden Erfolg sicherzustellen. In Diddys Fall haben der Tod mehrerer mit ihm verbundener Personen, sei es durch Gewalt, Krankheit oder mysteriöse Umstände, Fragen aufgeworfen. Diddys enge Freundschaft mit Jay-Z, einer weiteren mächtigen Figur in der Musikindustrie, hat diese Behauptungen ebenfalls angeheizt. Jay-Z wurde mit ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert. Auch dieses Dreckszeichen, jedes Mal, auch die Deutschrapper, jedes Mal hier dieses Dreckszeichen. Was macht ihr für einen Müll? Volltrottel. Die seinen Aufstieg zum Ruhm und seine Verbindung zu okkulten Praktiken betreffen. Die beiden Männer, die in ihren Bereichen äußerst erfolgreich und einflussreich sind, stehen im Zentrum der Gerüchte über geheime Beziehungen, Rituale, dämonische Pakte und sogar Verbindungen zu Gruppen wie den Illuminati. Gemeinsam werden sie als Anführer einer Untergrundbewegung gesehen, bei der Erfolg zu einem hohen und erschreckenden Preis kommt. Diddy wurde auch beschuldigt, Künstler unter seinem Label auszubeuten und ihre Karrieren zu manipulieren, um seinen eigenen Vorteil zu sichern. Einige ehemalige Bad Boy-Künstler wie Craig Mack und Black Rob starben zu unangemessenen Zeiten, nachdem ihre Karrieren scheiterten. Andere wie Shine und Loon landeten im Gefängnis. Diese Künstler, die einst unter Diddys Schutz standen, sahen sich nach ihrer Zeit mit Bad Boy mit schwierigen Umständen konfrontiert. Vielleicht noch erschreckender sind die Geschichten von Menschen, die sich gegen Diddys angeblich dunkle Praktiken geäußert haben, nur um später ihre Aussagen zurückzuziehen oder zu verschwinden. Es wird behauptet, dass jeder, der droht... Ich meine, diese Master, ne, die Songs, die unter Diddy produziert haben, die Master, hätten den wahrscheinlich hätten denen so eine Art Puffer fürs Leben gegeben. Das heißt, ein monatliches Einkommen in mehreren, wahrscheinlich die ersten 10 Jahre, nachdem die Songs rausgekommen sind, die ersten 10 Jahre, wäre das wirklich wahrscheinlich ein monatliches Einkommen von einem 5-stelligen Bereich gewesen. Also, man hat, glaube ich, in der Doku auch gesehen, dass diese Girlband, da hatte eine Girlband, der Diddy, und da waren irgendwie 5 Frauen und eine dieser Frauen, ich glaube, der Hauptact von diesen 4 oder 5, hat ausgesagt auf jeden Fall, dass sie $500 insgesamt bekommen hat. Sonst gar nichts. $500 für die gesamte Karriere, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, die wurden alle ausgebeutet. So, und das ist halt einfach im Leben, ne? Er wollte meiner Meinung nach die Leute in der Hand haben, wie ich gerade hier diese Coke-Flasche. Er wollte extra, dass sie nicht unabhängig handeln können, dass die immer angewiesen sind auf ihn. Und das hat er auch geschafft. Sogar die Leute, die bei denen zu Besuch waren und diese verrückten Sachen gemacht haben, die soll er ja mit diesen Tapes erpresst haben, weil er die heimlich aufgenommen hat. Kann das halt einfach ein extrem krasser Puffer sein, ne? Für Momente, an die du am Struggeln bist, gesundheitliche Probleme oder sonst was, kann das genau das sein, was dich davor, sagen wir mal, rettet, in den Abgrund zu fallen. Und P. Diddy ist sich bewusst, dass er die helfende Hand hätte sein können für all diese Leute, die ihm dahin gebracht haben, wo er jetzt ist, so, ne? Oder nicht, wo er jetzt ist, ne? Aber wo er davor gewesen ist. Das heißt, ganz oben an der Spitze. Und zu wissen oder jeden Abend einzuschlafen mit dem Gewissen, dass du dass du nicht die helfende Hand gewesen bist und eher, sagen wir mal, deine Hand weggezogen hast, ne? Ist schon meiner Meinung nach, boah, also ich weiß nicht, ob ich an Diddys Stelle gut schlafen könnte. Aber ja, wir sind ja auch 2 verschiedene Menschen. Das steht, glaube ich, außer Frage, dass man da gut schlafen kann. Der Typ hat auch kaum geschlafen, gell? Also laut seinen eigenen Berichten hat er nur 2-3 Stunden oder so geschlafen, ist wieder aufgewacht, hat direkt weiter Faxen gemacht. Also der hat ganz wenig Schlaf gehabt und einen sehr kaputten Schlafrhythmus gehabt. Nicht ohne Grund. Welcher normale Mensch soll unter solchen Substanzen und alles Mögliche normal schlafen? Und mit diesen Gedanken gut. Wisst ihr, wie ich meine? Dann kann es ja nicht normal sein. Das andere ist noch, in seinen Castings, wo er ja, Leuten eine Chance gegeben hat, da soll es auch zu Übergriffen gekommen sein.
bei Minderjährigen. Diese Rituale aufzudecken oder Diddys Imperium in Frage zu stellen, ernsthafte Konsequenzen zu befürchten hat. Auch die Schießerei in den Quad-Studios von 1994 tauchte wieder auf und befeuerte langwährende Gerüchte. In einem Interview mit dem Vibe-Magazin von 1995 erklärte Tupac seine Überzeugung, dass Diddy eine Rolle bei dem Überfall gespielt habe, bei dem er während eines Raubüberfalls 5-mal angeschossen wurde. Tupac schilderte, dass er sich unwohl fühlte, bevor er das Studio betrat, kurzzeitig jedoch beruhigt wurde, als er bekannte Gesichter sah. Einschließlich Little Caesar, einem bekannten Mitarbeiter von Biggie Smalls. Doch dann nahm alles eine dunkle Wendung, als er von zwei bewaffneten Männern mit identischen 9mm Pistolen angegriffen wurde. Trotz mehrfacher Schüsse schaffte es Tupac, den Vorfall zu überleben und fragte sich später, warum Diddy und andere Anwesende im Studio zur Zeit des Angriffs so seltsam gleichgültig wirken. Dieses neu aufgetauchte Filmmaterial ist besonders beunruhigend im Hinblick auf spätere Anschuldigungen, dass Diddy angeblich $1 Million angeboten habe, um Tupacs Ermordung zu organisieren. Da ist auch jetzt in den News rausgekommen, und zwar hat Tupacs Familie Detectives angeheuert, ne? Detectives angeheuert, oder ist es Detectives, oder ich weiß nicht ganz genau. Entweder ist es ein Detective-Team gewesen oder eine Art Team, die Recherche begeht. Und die sollen nachschauen oder die sollen rausfinden. Die wurden angeheuert, damit die sich anschauen, ob Tupacs Tod in irgendeiner Art und Weise in Kontakt steht mit P. Diddy. So, weil dieses Gerücht ist ja schon extrem. Ne? Es ist ein sehr, sehr extremes Gerücht, dass P. Diddy verantwortlich ist für den Tod von Tupac. Aber er muss sich vor Gericht ja gar nicht dafür verantworten, sondern... Das hat auch Suge Knight schon gesagt, dass es P. Diddy war. Das hat er auch schon gesagt. Irgendein anderer. So, weil man nie wirklich beweisen konnte, dass er in irgendeiner Art und Weise ein Mitsagen da gehabt hat. Und jetzt, dadurch, dass natürlich P. Diddy vor Gericht ist, hat sich wahrscheinlich dann auch Tupacs Familie gedacht, ey, das ist eventuell der einzige... Und der einzige Moment, wo wir ihn vielleicht rankriegen werden. Und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, ein Team anzuheuern, die jetzt versuchen werden, rauszufinden, ob irgendwie P. Diddy verantwortlich ist für den Tod von Tupac. Ja, die Verschwörungstheorien. Und jetzt lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen, gell? Stellt euch vor, dass sehr viele Leute im Umkreis von P. Diddy einfach verschwinden, ja? Und diese ganzen Leute, die da bei der Party waren, Faxen gemacht haben, die dann noch erpresst wurden mit diesen gewissen Tapes und so weiter, denkt ihr wirklich, die tun irgendetwas über den Aussagen? Deswegen ging das auch sehr lange gut. Aber nach wie vor wird das irgendwo durchgesickert sein bei den Behörden. Aber da, die wurden ja auch geschmiert, wie ich verstanden habe. Der ein oder andere dort, der was zu sagen hatte. Vielleicht ist ja dort jemand weggefallen. Und dann ist es halt ein bisschen anders. Dann wird nicht mehr alles unter den Tisch gekehrt oder irgendwie gedreht und gewendet. Egal wie viel Geld du hast. Wenn irgendwas übertrieben ist, das Maß überschritten ist, das Fass übergelaufen ist, dann hast du Pech gehabt. Und ich denke, irgendwie sowas ist bei P. Diddy passiert. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwie sowas hören, wie das überhaupt zustande alles kam. Nicht nur Cassie, sondern generell. Das ist ein Riesenfall. Da wird sehr, sehr viel noch auftauchen, glaubt mir. Rund um diesen Fall haben sich mit den neuen Entwicklungen in Diddys laufenden rechtlichen Problemen nur weiter intensiviert, einschließlich seiner jüngsten Verhaftung wegen Anklagen rund um Menschenhandel. Im Laufe von Diddys Karriere scheint es, dass jedes Mal, wenn eine Tragödie jemanden in seiner Nähe trifft, seine Karriere nur weiter wächst. Der Tod von Biggie Smalls, Biggies Ermordung im Jahr 1997 schockierte die Welt, katapultierte Diddy jedoch auch in den Superstar-Status. Als Biggies Produzent und enger Freund führte Diddys Verbindung zu seinem Tod zu verstärkter Aufmerksamkeit und Erfolg für Bad Boy Records. Seitdem sind andere Personen in Diddys Umfeld entweder gestorben oder in den Ruin geraten. Kim Porter, von Heavy D bis Black Rob. Es zeichnet sich ein Muster ab, das darauf hindeutet, dass Diddys Aufstieg an die Macht von einer Spur der Verwüstung begleitet wurde. Dies hat die Theorie weiter untermauert, dass diese Todesfälle nicht zufällig, sondern Teil einer dunkleren Agenda sind. Die Tatsache, dass Diddys Familie häufig in diesen Theorien erwähnt wird, verstärkt die Vorstellung, dass sein Aufstieg zum Ruhm nicht nur auf Talent oder harte Arbeit zurückzuführen ist. Er sagt auch in der Doku auf jeden Fall, dass sein Vater wurde da gezeigt von P. Diddy, dass der, wie er sagte, ein Hustler ist. Oder war, dass er halt Substanzen gedealt hat und dass er auch diesen Hustler-Instinkt in sich hat. Und in einem Interview hat er auch gesagt gehabt, soweit ich mich noch erinnern kann, indirekt, dass seine Partys sehr, sehr verrückt sind und dass es so Partys nicht gäbe. Er ist schon ein bisschen ins Detail reingegangen, er hat sich sozusagen ein bisschen selber exposed in den ein oder anderen Interview. Das war sehr, sehr komisch mit anzusehen. Vor allem, wenn man jetzt noch die Sachen weiß und dann diese Aussagen der Vergangenheit, sehr, sehr strange. Sondern auf etwas weit unheimlicher. Seine Verbindungen zu anderen angeblichen Illuminati-Mitgliedern wie Jay-Z verstärken den Glauben, dass Diddys Erfolg auf einem Fundament von rituellen Opfern und dämonischen Pakten aufgebaut ist. Ob diese Anschuldigungen wahr sind oder nicht, die Vorwürfe über Diddys Aufstieg zum Ruhm sind schwer zu ignorieren. Was Diddys Anschuldigungen für die Musikindustrie bedeuten,
und Wellen schlagen, die weit über seine unmittelbare Situation hinausgehen. Mit Anklagen wegen Menschenhandel, Erpressung und dem Betreiben eines kriminellen Imperiums haben Diddys rechtliche Probleme wichtige Fragen über die Kultur des Schweigens und der Komplizenschaft in der Branche aufgeworfen. Nicht nur das, die haben einen massiven Schaden, wie es schon Suge Knight gesagt hat, in die Hip-Hop-Szene aktuell reingebracht. Einen massiven Schaden für die Glaubwürdigkeit für Hip-Hop generell. Und ich glaube, wir werden nicht überrascht sein, dass sehr, sehr viele Prominente aus Hollywood da noch zur Rechenschaft gezogen werden, weil die mehr als nur ein bisschen da involviert waren. Seine Verhaftung hat nicht nur den Rap-Mogul belastet, sondern auch Plattenfirmen, Führungskräfte und andere hochkarätige Personen ins Rampenlicht gerückt und viele dazu gezwungen, ihre eigene Rolle zu überdenken. Bei der Aufrechterhaltung eines Systems, das mächtige Figuren von der Verantwortung abschirmt. Diddys Verhaftung unterstreicht ein langjähriges Problem innerhalb der Musikindustrie. Die Neigung, Fehlverhalten mächtiger Personen zu übersehen oder zu vertuschen. Seit Jahrzehnten wurden Anschuldigungen über Missbrauch, Ausbeutung und unethisches Verhalten unter den Teppich gekehrt, wodurch Personen wie Diddy ungestraft weitermachen konnten. Während der Fall sich entfaltet, geraten Musikmanager nun verstärkt unter Beobachtung. Viele wurden dazu angehalten, sich auf mögliche Folgen vorzubereiten und mehrere Brancheninsider haben bestätigt, dass man den Führungskräften geraten. Es ist insane, zum Beispiel, dass es genau Diddy trifft. Das war vielleicht vorauszusehen, aber es gibt Leute zum Beispiel, bei denen hatte ich gedacht, es wird jetzt so richtig rappeln im Karton, und zwar zum Beispiel Lil Durk. Lil Durk ist für mich eine Anomalität. Das verstehe ich gar nicht, wie der auf freiem Fuß ist und wie der es geschafft hat, mittlerweile alle Anklagen gegen sich fallen zu lassen. Geld und Macht. Verbindungen. Meiner Meinung nach ist bei PDD auch nicht alles koscher so. Das, nie im Leben hat er so lange das Ganze vertuschen können. Niemals. Da sind alle Anklagen gegen ihn wurden fallen gelassen. Wobei er wirklich, also was Gangstersein angeht und was so Street-Business angeht und also Körper auf dem Gewissen haben, ist Durk 30 Mal so schlimm wie Diddy. Ne, also Durk ist ein echter Gangboss. Naja, wir wissen nicht alles von Diddy. Das ist hier das große Problem. Was hat er alles in Auftrag gegeben? Das ist hier das große Problem. Wir wissen noch gar nichts. Das ist erst der Anfang, Leute. Das ist der Anfang. Die Geschichte ist wirklich in den Kinderschuhen bei PDD. Gerade, das geht noch weiter. Das ist noch lange nicht das Ende. Weil ich möchte es natürlich nicht, ne? Aber ich denke, da wird noch eine Menge Dreck rauskommen, wo wir nochmal denken, wow, wie konnte das überhaupt die ganze Zeit einfach passieren? Ohne dass jemand was sagt. Ne? Aber das ist halt, der hat es irgendwie geschafft, dass die bei dem irgendwie nichts vorfinden konnten. Was für mich verrückt ist, weil alleine King Von, sein Signing, wird heute, ne? Also der wäre ja heute, wenn er heute noch leben würde, würde er sich, glaube ich, jetzt für ungefähr 4 bis 5 Morde vor Gericht verantworten müssen. Ne, das heißt, er wäre 100%, also King Von wäre 100% ein Leben lang in den Knast gegangen. Aber Signings wie diese zu haben, allgemein in Chicago zu sein, mit unglaublich vielen Morden in Verbindung gebracht worden zu sein und dann heute komplett unschuldig, kein Rico-Case, kein gar nichts. Bruder, crazy. Hat sich von Diddy zu distanzieren und sich auf belastende Enthüllungen während des Prozesses einzustellen. Laut Quellen wurden mindestens 5 Führungskräfte gewarnt. Sag euch ehrlich, DJ Khaled ist mir auch nicht koscher. Der ist ganz eigenartig, der Typ. Würde mich nicht wundern, wenn bei denen auch noch was rauskommen würde. Der gefällt mir nicht, der Typ. Irgendwas sagt mir, bei denen stimmt einiges nicht. Während des Prozesses einzustellen. Laut Quellen wurden mindestens 5 Führungskräfte gewarnt. Sie sollten ihre Optionen prüfen, da sie möglicherweise nicht durch die Aktionäre geschützt werden, falls Anschuldigungen gegen sie auftauchen. Dies spiegelt ein wachsendes Bewusstsein in der Branche wider, dass das alte Vorgehen, Dinge unter den Teppich zu kehren, in einer Zeit nach dem MeToo nicht länger praktikabel ist. Diddys rechtliche Probleme zeigen erschreckende Ähnlichkeiten mit dem R. Kelly-Skandal, der die Musikwelt in den letzten Jahren erschütterte. R. Kelly, einst ein gefeierter R&B-Star, wurde zu Jahrzehnten im Gefängnis verurteilt, nachdem er wegen mehrfacher Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens, darunter Menschenhandel und Kinderpornografie, verurteilt wurde. Und jetzt nochmal, gell? Wer hat alles mit denen gechillt? Fragezeichen. Wundert es mich, dass jetzt PDD so ist? Wundert mich, dass eventuell dann auch Jay-Z so ist? Oder andere? Würde mich nicht wundern.
Kelly wird Diddy beschuldigt, seinen Ruhm und Einfluss genutzt zu haben, um Frauen zu erniedrigen, in sexuellen Handlungen zu zwingen und oft verletzliche Personen zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Beide Fälle verdeutlichen das Ausmaß, in dem die Musikindustrie hochkarätige Persönlichkeiten geschützt hat, obwohl es weit verbreitete Gerüchte und Anschuldigungen von Fehlverhalten gab. R. Kellys Verurteilung markierte einen Wendepunkt in der öffentlichen und juristischen Wahrnehmung von Fehlverhalten von Prominenten. Und der Fall von Diddy scheint einer ähnlichen Entwicklung zu folgen. Diese Skandale signalisieren einen Wandel in der Branche, in der ehemals unantastbare Star. Ja, aber ich sag mal so, der Unterschied zwischen R. Kelly und Diddy ist halt einfach, dass R. Kelly war ein grauer Stern, ne, in der heutigen Zeit. Das heißt, er war nicht mehr der leuchtende Stern von Hollywood, der damals mit seinen Liedern die Menschen begeistert hat, der damals der absolute Frauenschwarm gewesen ist und hier und da mal vielleicht die ein oder andere Dame begossen hat. Ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Aber heutzutage würde man sagen, er lebt von seinen alten Hits. Ne? Die sind natürlich, ne, ich sag ja, wer Legendenstatus besitzt, der würde, dann weiß man einfach, der kann natürlich auch von seinen alten Hits leben. So, ich glaube, guck mal, warte mal, wenn R. Kellys Spotify-Account noch existiert, sage ich, hat. Das Problem ist hierbei, gell, also man kann die absolut nicht miteinander vergleichen und jeder ist anders relevant oder erfolgreich. Man hat ja gesehen, dass Pedidi beispielsweise mit seiner Wodka-Marke da laut dieser Doku über 1 Billion Dollar gemacht hat. Trotzdem haben die alle irgendwie miteinander, ja, guten Kontakt gepflegt, sage ich mal. Hat er mindestens über 10 Millionen Spotify-Zuhörer, mindestens. Und ihr müsst überlegen, der beliebteste oder der mit den meisten Spotify-Zuhörern in Deutschland ist entweder Apache oder Luciano mit wahrscheinlich 8 Millionen. So, Apache 6 Millionen, gucken wir, Luciano. Die machen ja auch noch so aktiv Musik, ne, die sind Max 7 Millionen. Okay, dann, ich glaube, Luciano ist wahrscheinlich auf die 1. Vielleicht Sido könnte auch nochmal so einer sein. Ja, 6 Millionen. Das sind alles Künstler, vielleicht außer Sido jetzt, die wirklich noch Apache, der regelmäßig hochlädt, also Musik hochlädt, Luciano, die Alben mache, Sido auch meiner Meinung nach sehr, sehr aktiv, ne, hat den einen oder anderen Hit in den letzten 2-3 Jahren definitiv landen können. Und jetzt gucken wir R. Kelly. Okay, okay, hätte ich nicht gedacht. 5 Millionen Spotify-Zuhörer, ich dachte, um ehrlich zu sein, mehr. Aber es zeigt euch, das ist ein Mann, der gefühlt, ich würde sagen, die letzten 15 Jahre keinen richtigen Hit droppen konnte. Ja, so, letzten 15 Jahre. Und ja, aber das ist eine ganz andere Zielgruppe. Das ist eine ganz andere, denkst, guck mal, die sind internationale Stars gewesen. Und wir reden hier von nationalen Stars. Wir reden hier von Deutschrapper. Wisst ihr, wie ich meine? Kannst du nicht vergleichen. Und trotzdem noch mit Sido, ein Luciano und Co., ne, die aktiv Musik machen, die jetzt gerade erfolgreich sind, fast dieselben Spotify-Zuhörer. Zeigt einfach nur, wie groß, oder wenn du es in Amerika geschafft hast, wie lange das dann anhält. Ja. Nun für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden. Wenn du in Amerika, in den Staaten wirklich da Fuß gefasst hast als Musiker, dann bist du big. Dann bist du richtig im Business. Nicht wie in Deutschland. Es sind einfach verschiedene Welten. Diddys Verhaftung stellt zudem die Glorifizierung der Prominentenkultur in Frage und zwingt Fans und Mitkünstler, ihre Beziehungen zu problematischen Figuren zu überdenken. Diddy ist seit Jahren eine überlebensgroße Figur in der Musikwelt, bekannt für seinen extravaganten Lebensstil, opulente Partys und massiven Einfluss auf die Formen von Hip-Hop und R&B. Seine White Party und ähnliche Promi-Treffen waren lange Symbole von Exzess und Opulenz. Doch nun werden sie daraufhin untersucht, ob sie möglicherweise eine Kultur des Fehlverhaltens und Missbrauchs gefördert haben. Die Glorifizierung von Prominenten wie Diddy hat sie oft vor Kritik geschützt, aber während die Details seiner angeblichen Verbrechen ans Licht kommen, beginnt dieser Schutz zu bröckeln. Eines der bedeutendsten Ergebnisse von Diddys Fall ist die Stärkung der Opfer und Überlebenden von Missbrauch. Opfer wie Cassie Ventura, Diddys ehemalige Freundin, haben mit ihren Missbrauchs- und Manipulationsgeschichten das Licht auf die dunklere Seite der Musikindustrie geworfen. Die Unterstützung für Diddys Ankläger war eine starke Kraft in diesem Fall, da sich immer mehr Menschen ermutigt fühlen, sich gegen Missbrauch auszusprechen. Die MeToo-Bewegung hat bereits öffentliche und rechtliche Perspektiven auf Fehlverhalten verändert und Diddys Fall könnte einen rechtlichen Präzedenzfall schaffen, um einige Prominente zur Rechenschaft zu ziehen. Die Anklagen gegen ihn sind ernst, mit Vorwürfen von Erpressung, Verschwörung und Menschenhandel, die potenziell Jahrzehnte oder sogar lebenslanges Gefängnis bedeuten könnten, wenn er schuldig gesprochen wird. Einige Plattenfirmen bereiten sich bereits auf die finanziellen Auswirkungen des Skandals vor, indem Führungskräfte geraten wird, sich von möglichen Gefängnisstrafen zu distanzieren. Das Risiko, in Gerichtsverfahren hineingezogen zu werden, ist eine reale Sorge für viele in der Branche, da Diddys Handlungen weitreichende rechtliche
Konsequenzen für das Geschäft haben könnten. Diddys Fall dürfte erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Zusammenarbeit in der Branche haben, da Künstler und Produzenten möglicherweise zögern, mit Einzelpersonen zu arbeiten, die des Fehlverhaltens beschuldigt werden. Die Angst, mit Skandalen und rechtlichen Problemen in Verbindung gebracht zu werden, könnte einige davon abhalten, mit denen zu kooperieren, die sich Anschuldigungen gegenübersehen, die in solchen Fällen verwickelt sind. Dies ist bereits im Zuge von R. Kellys Verurteilung zu sehen, wo Künstler, die zuvor mit ihm zusammengearbeitet hatten, sich distanzierten, um das Stigma zu vermeiden. Zudem steht das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Musikbranche auf dem Spiel. Diddy war für viele ein... Ich bin kein Fan schuldig durch Verbindung, ne, oder Assoziation. Ne? Davon bin ich kein Fan. Aber im Falle von Diddy ist es meiner Meinung nach eine wirkliche Ausnahme, weil Diddy jemand gewesen ist, der in Hollywood bekannt gewesen ist, ein Perversling zu sein. Und halt, viele wussten davon. Das ist jetzt etwas, da, genau, da muss man sagen, hat sich Hollywood in den eigenen Arsch gebissen. Man hat in den Interviews sich immer so ein bisschen lustig über ihn gemacht. Ne? Die Diddy-Partys und die Diddy-Partys hier und die sind so krass und da weiß man nie, was so passiert. Und damit hat aber Hollywood auch irgendwie gezeigt, dass sie wussten, dass irgendetwas shady an diesen Partys ist. Okay? So, aber jeder ist gegangen. Jeder ist gegangen und jeder hat sich gezeigt. So. Und dann denkt man sich so, okay, dein Moralkompass scheint nicht wirklich intakt zu sein. Und sollten solche Leute so supported werden, wie sie das heute werden? Nein, meiner Meinung nach nicht. So. Blieb das da, aber die Vorwürfe gegen ihn könnten zu einem erheblichen Vertrauensverlust führen. Dieser Fall hat das Potenzial, ein Wendepunkt zu sein, nicht nur für Diddy, sondern für die gesamte Musikindustrie. Danke fürs Einschalten. Wenn dir unser Inhalt gefällt, sind unsere neuesten Videos nur einen Klick entfernt. Im Laufe der Tage entdecken wir immer mehr Prominente, die bei Diddys wilden Partys waren. Was wir sehen, wird immer verrückter. Wir wissen, dass LeBron ein riesiger Fan von ihm ist. Jay-Z wurde in Diddys Bett gesehen. Und wir haben gerade erfahren, dass Leonardo DiCaprio Diddys Lieblingsgast ist. Bruder, schau dir all die CEOs von Firmen an, die fast unmittelbar nach Diddys Verhaftung zurückgetreten sind. Ein Sturm. Ich sag euch, da ist die Hölle los. Die drehen da alle am Rad. Boah. Braut sich für die Elite zusammen. Lassen Sie uns einen Blick auf die schockierenden neuen Enthüllungen werfen. Promis, die an Diddy-Partys teilnahmen. Je mehr Informationen über Diddy und seine wilden Partys ans Licht kommen, desto schwieriger wird es, Prominente zu finden, die nicht involviert waren. Besonders diejenigen, die in den 90er und frühen 2000er Jahren bekannt waren. Usher ist jemand, der sich jetzt wahrscheinlich nervös fühlt. Er kennt Diddy, seit er ein Kind war. Und hat sogar darüber gesprochen, verrückte Sachen auf Diddys Partys gesehen zu haben, als er erst 14 war. Kürzlich gab es ein Video, das ihn, Diddy und Kevin Hart in einem Schlafzimmer zeigt. Und Diddy sagt einige wirklich selten. Der sagt da irgendwas fucking weirdes. Warte mal, ich guck mal, ob der das hier erwähnt. Im Schlafzimmer zeigt und That's my brother right here from day one. We used to wake up. Die sagt einige wirklich seltsame Dinge. Es werden viele mit davon benutzt. Also überlassen wir es ihnen zu verstehen, was er meint. Usher war er sagt irgendwie, dass er und Usher irgendwie jeden Tag im selben Bett aufgewacht sind. Aber zu dem Zeitpunkt war Usher irgendwie 10 und Diddy war schon volljährig. So genau, die haben sich schon Cornflakes gestritten. Weil ich weiß. Also so richtig freaky Shit. Kevin Hart lacht sich kaputt, weil er weiß ganz genau, dass die Aussage einfach nur crazy ist. Genau, da sagt er noch, Das ist on cam, Bro, das ist on cam. Das ist live on cam, hin und her. Das hat er, glaube ich, da gesagt in irgendeiner Party. Es gibt so Ausschnitte von der Party. Und dann nimmt Diddy irgendwie Kevin Hart und macht ihm, glaube ich, eine Ansage. Ein guter Freund von ihm. 2018 gab Diddy Vogue ein Interview, in dem er sagte, dass Leonardo DiCaprio sein Lieblingspartygast sei. Wenn die Anschuldigungen wahr sind und viele dieser Partys von Drogen und illegalen Aktivitäten geprägt waren, dann kann man sich vorstellen, was jemand tun müsste, um Diddys Lieblingspartygast zu werden. Wir wissen, dass Leonardo DiCaprio ein großer Fan von Diddys Partys war, da er immer dort war, besonders in den 90ern und frühen 2000ern, aber er war auch bei Diddys Jüngeren, wie Diddys 50. Geburtstag. Die Worte Diddy und Party passen zusammen. Ich bin einfach mal gespannt, was für eine Energie die Öffentlichkeit für Leonardo DiCaprio haben wird. Ne? Und für viele, viele andere. Und für viele andere. Da werden jetzt so viele rangenommen. Ich bin gespannt. Der natürlich extrem irgendwie beliebt ist, ne, wegen seiner schauspielerischen Leistungen und auch sehr geliebt ist irgendwie. RPDD würde ich mehr sagen, ist doch schon deutlich unsympathischer in der Öffentlichkeit. So, also wird halt als unsympath gesehen, aber Leonardo DiCaprio nicht, das kam auf gar keinen Fall. Und da bin ich mal gespannt, was für eine Energie haben die Leute gegenüber Leonardo.
So. Er sagt. Die einen so, die anderen so. Da wird sich nicht großartig was dran ändern. Solange nicht irgendwelche Fakten da am Start sind. Ich denke, dass diese Tapes noch viel aufdecken werden. Und die wurden alle beschlagnahmt, wie ich verstanden habe. Wie viel wirklich da am Ende gezeigt wird, weiß ich nicht. Sagt P. Diddy, Leonardo ist mein Lieblingsgast. Allein aus dieser Aussage kann man so viel reininterpretieren, ne? Himmel und Blau, die meisten Menschen. Gut, mit Jay-Z ist er auch sehr, sehr gut gewesen. Sehr, sehr gut. Die feiern gerne, aber dieser Typ hat das Feiern zu seiner Identität gemacht. Alles begann in den 90ern mit seinen berühmten White Parties, die er in den Hamptons in New York veranstaltete. Diddy organisierte diese extravaganten Zusammenkünfte in einem seiner Anwesen und berühmt-berüchtigte Leute aus allen Lebensbereichen nahmen daran teil. Diddy war bei diesen Anlässen wie ein König. Schau mal, verstehst du, was ich meine? Schon an den Schreien, wenn Diddy die Menge fragt, ob sie schon mal da waren, kann man erkennen, dass es damals beliebte Events waren und wie enthusiastisch die Menge der Prominenten war, kann man sicher sagen, dass sie dort eine gute Zeit hatten. Weil Diddy so über seine Gäste spricht, wissen wir, dass er sie wohl mag. Aber wenn es um DiCaprio geht, scheint Diddy ihn zu verehren. Die Freundschaft der beiden endete damals nicht und sie blieben nah, als sie älter wurden. Schau dir nur an, wie Leonardo auf Diddys 50. Geburtstag wild feiert. So ungeschickt seine Tanzbewegungen auch aussehen, es scheint, als hätte er eine gute Zeit. Unabhängig von den krassen Anschuldigungen ist es ziemlich seltsam, dass diese 50-jährigen Männer immer noch feiern wollen. Leonardo und Diddy waren entweder beste Kumpel oder etwas anderes. Schau dir die Zuneigung in seinen Augen an, wenn er ihn auf einer der Partys ansieht. Findet noch jemand, dass das etwas mehr als freundschaftlich aussieht? Natürlich war Leonardo DiCaprio einer der größten Promis in den späten 90ern und frühen 2000ern. Aber er war bei weitem nicht der einzige bekannte Name, der zu diesen Events kam. Da war Kim Kardashian, Paris Hilton und viele mehr. Alle waren von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet, während sie in einem von Diddys Anwesen hart feierten. Und obwohl sie damals als unschuldige Promi-Frauen galten, kommen heute immer mehr Leute hervor und sagen, was dort wirklich passiert ist. Von Orgien bis Drogenmissbrauch. Angeblich ging es auf diesen White-Partys ziemlich wild zu und einige der größten und häufigsten Teilnehmer sind schrecklich still über das Ganze. Während einige Leute... Ja, das ist die Frage. Wird Leonardo DiCaprio beispielsweise und die anderen Gäste da auch still bleiben? Oder werden die da ganz klar sagen, hier, das und das ist passiert? Heute immer noch leugnen, dass große Promis in diese Eskapaden verwickelt waren, ist es schwer, ihnen zu glauben, wenn man buchstäblich Fotos von ihnen im Bett zusammen sehen kann. Die Party mit all den Promis im Bett, das war bei der Party am 4. Juli 2000 in den Hamptons, bei der Dame Dash anwesend war. Ich hoffe, dass jeder einzelne von denen ruiniert wird, der so ekelhafte Sachen gemacht hat. Dass jeder Einzelne wirklich seine gerechte Strafe bekommt und denen das ganze Geld und dieser ganze Reichtum und ganze, wisst ihr, wie ich meine, dass das nicht hilft. Dass die einfach zur Rechenschaft gezogen werden, wie jeder andere Mensch auf dieser Erde. Im Gegensatz zu allen anderen, die zu diesen Partys gingen. Dame hat über seine Erfahrungen in einem Instagram Live am 22. September gesprochen. Er sagte, ich war nicht auf diesen Partys. Ich war vor ungefähr 20 Jahren mit Aaliyah in den Hamptons und das war es auch schon. Aber viele Leute waren dort. Du weißt schon, was ich meine. Er sagt, dass er nicht bei denen war. Aber dann zu sagen, er war bei einer, ist ein bisschen widersprüchlich. Aber mal sehen, was er sonst noch zu sagen hat. Es ist nichts in den Hamptons passiert. Das war der Tag, an dem ich Aaliyah getroffen habe. Wir haben dort rumgehangen und sind dann gegangen. Das ist passiert. Dann spricht er darüber, was er über die angeblichen Verbrechen von Diddy denkt. Leute sitzen da und schauen zu, wie andere Dinge tun, die ein moralisches Vergehen sein könnten, aber bis sie erwischt werden, sagt niemand was. Dann sagte er, ob es illegal oder unmoralisch ist für mich. Ich ziehe mein Ding durch. Ich warte nicht, bis andere erwischt werden. Ich warte nicht darauf, dass jemand anderes sagt, dass sie etwas falsch machen. Wer weiß, wie viel davon wahr ist, aber man muss ihm Respekt zollen, dass er darüber spricht. Andere Diddy-Party-Besucher wie Jay-Z und Leonardo DiCaprio sind darüber sehr still gewesen. Wir haben gesehen, wer zu diesen Treffen geht, aber es ist das, was dort passiert, das alle reden lässt. Was passiert auf den Diddy-Partys? Es werden sowieso nur die Anwälte reden. Die selber werden gar nicht reden. Auch ohne die freakigen, illegalen Sachen wissen wir, dass diese Partys wild waren. Oben ohne Frauen, Alkohol und Promis. Das ist, was wir auf den Bildern sehen. Aber jetzt kommen immer mehr Leute heraus und sagen, was wirklich passiert ist. Und das ist schockierend. Diddys diktatorische Rede, in der wir ihn hören, wie er über die Kinder redet, die nach Hause müssen. Wo fangen wir an? Warum sind überhaupt Kinder bei sowas dabei? Wir werden hier kurz stoppen, ist nicht mehr viel. Wir werden das vielleicht im nächsten Video nochmal thematisieren. Ne? Was ich jetzt an der Übersetzung mir gefallen hat, war, man wurde hier wirklich komplett beliefert mit richtig krassen Informationen. Aber da gab es einige Sachen, die ich noch nie so wirklich
gehört habe in einem deutschen Video über P. Diddy. Zum Beispiel seine rechte Hand, ne, dass die halt einfach so gefühlt dasselbe war wie Epsteins rechte Hand. Das Tempo und sowas fand ich ein bisschen nervig, sage ich ehrlich. Aber ich denke, da kann man auch nochmal vielleicht andere Versionen ausprobieren. Auch die Stimme kann man ändern, ne? Damit das halt einfach in demselben Tempo wie im Englischen gesprochen wird. Aber das war jetzt erstmal der erste Versuch. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst Liebe da in den Chat und liked das Video. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Ja, Dankeschön, Sufjan, auf jeden Fall. Starkes Video, starke Übersetzung. Bis zum nächsten Video, Leute. Dankeschön fürs Zuschauen. Yalla, ciao, ciao, ciao.